Hallo! Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Gute-Laune-Film. Heute lösen Lotta und Luis mit ihren Freunden einen Kriminalfall. Was das mit einer Butterbrotdose zu tun hat, das hört ihr jetzt. Lotta spielt auf dem Pausenhof mit ihren Freundinnen Sophie und Aline. Plötzlich fällt Sophie ein: Habt ihr Sportzeug mit rausgenommen? Frau Meier Schön hat doch gesagt, dass wir heute direkt nach der Pause auf den Sportplatz gehen. Lotta erschrickt. Oh nein, mein Turnbeutel hängt noch an meinem Haken im Klassenzimmer. Sie rennt zur Pausenaufsicht und stammelt. Ich habe mein Sportzeug drin vergessen und wir gehen gleich auf den Sportplatz. Darf ich es holen? Ja, aber dann kommst du sofort wieder nach draußen, meint die Lehrerin. In der Pause soll niemand im Schulgebäude bleiben. Lotta nickt. Darf Sophie mitkommen? Die Lehrerin schüttelt den Kopf. Nein, das schaffst du alleine. Deine Freundin wartet auf dich. Sie öffnet die Tür. Lotta rennt durch das Schulgebäude. Mit großen Schritten flitzt sie die Treppe nach oben. An einer Stufe stolpert sie und fällt hin. Aua, das tut weh. Lotta reibt sich das linke Knie. Plötzlich hört sie ein Geräusch und hält die Luft an. Hinter der Klassentür links von ihr raschelt etwas. Dann ertönt ein Knall, als ob ein Stuhl umgefallen wäre. Die Tür steht einen Spalt breit offen. Lotta sitzt immer noch auf der Stufe. Langsam rutscht sie näher heran, um besser sehen zu können. Lotta späht durch den winzigen Spalt in das Klassenzimmer. Sie sieht Tischbeine, Stuhlbeine, Schulranzen und dann ein paar blaue Turnschuhe mit neongelben Streifen, die zu einem Kind gehören müssen. Falls sie von der Treppe hinunterschaut, kann Lotta den Kopf des Kindes nicht erkennen. Aber sie sieht, wie eine Hand in mehrere Schulranzen fasst und etwas herausholt. Jetzt kommen die Turnschuhe auf die Tür zu. Lotta bekommt einen Schreck. Schnell steht sie auf und rennt die Treppe bis zu ihrem Klassenzimmer hinauf. Gerade als sie ihren Turnbeutel vom Haken nimmt, läutet die Schulglocke. Die Pause ist zu Ende. Lotta beeilt sich, zurück auf den Schulhof zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, weil sie sich durch die hereinkommenden Kinder hindurchkämpfen muss. Als sie endlich aus dem Schulgebäude kommt, warten Sophie und Aline schon ungeduldig. Mensch, Lotta, wo bleibst du denn? Frau Meier Schön ist mit den anderen schon vorgegangen. Los jetzt! Bin hingefallen, murmelt Lotta nur. Gern hätte sie von ihrer Beobachtung in dem fremden Klassenzimmer erzählt. Aber dazu ist jetzt keine Zeit. In der letzten Schulstunde klopft es an der Tür. Herein, ruft die Lehrerin. Herr Melchers, der Schuldirektor, betritt den Raum. Er schaut die Schüler streng an. Liebe Kinder, beginnt er. Es sind in dieser Woche mehrmals Pausenbrote, Getränkeflaschen und sogar Geld aus einigen Schulranzen gestohlen worden. Auch in der letzten großen Pause sind im Klassenzimmer der 3a Brotdosen, mehrere Tränkeflaschen und sogar 5 € verschwunden. Solltet ihr etwas beobachtet haben, sagt bitte eurer Lehrerin Bescheid. Lotta bleibt verschreckt der Mund offen stehen. Es war das Klassenzimmer der 3a, in dem sie die blauen Turnschuhe mit den neongelben Streifen gesehen hat. Lotta kann sich nicht mehr konzentrieren. Immer muss sie an die blauen Turnschuhe denken. Auf dem Weg nach Hause kann sie endlich mit Sophie, Aline und Luis reden. Ich muss euch etwas erzählen. Als ich in der Pause meinen Turnbeutel geholt habe, habe ich im Klassenzimmer der 3a jemanden gesehen. Aline schaut Lotta fragend an. Wen denn? Und was ist so Besonderes daran? In der Pause darf doch eigentlich keiner im Schulgebäude sein, erklärt Luis und überlegt weiter. Und jetzt denkst du, das könnte der Dieb gewesen sein, von dem Herr Melchers erzählt hat? Lotta nickt. Aber Lotta, du warst doch auch im Schulgebäude.
Und die Pausenaufsicht weiß das. Sophie schlägt die Hände vor den Mund. Was ist, wenn die jetzt denken, dass du die Sachen gestohlen hast? Aber ich war das nicht. Lottas Augen werden groß. Ich habe noch nie geklaut. Wir wissen alle, dass du sowas nicht machst, beruhigt Luis seine Schwester. Umso besser, dass du jemanden gesehen hast. Wer war es, Lotta? Ich weiß es nicht, sagt Lotta verzweifelt. Ich bin auf der Treppe hingefallen. Es hat in der 3A gerumpelt. Da habe ich von oben durch den Türspalt geguckt. Ich konnte nur Füße mit blauen Turnschuhen sehen und die Hand von einem Kind, das in die Schulranzen gefasst hat. Also wissen wir, überlegte Luis, ein Kind war in der Pause in der 3A. Es hat blaue Turnschuhe an, also wahrscheinlich ein Junge. Und hat die Schulranzen durchsucht. Stimmt das? Lotta nickte heftig. Blaue Turnschuhe sind aber noch kein eindeutiger Beweis, überlegte Luis weiter. Es gibt bestimmt in jeder Klasse mehrere Jungs mit blauen Turnschuhen. Das waren blaue Turnschuhe mit neongelben Streifen, fällt Lotta wieder ein. Luis ist zufrieden. Das ist ein wichtiger Hinweis. Aber warum klaut jemand Pausenbrote und Getränkeflaschen? Eileen schüttelt ratlos den Kopf. Vielleicht, weil er Hunger hat, überlegt Lotta. Die Kinder starren sich an. Sophie spricht als erstes. Meinst du echt, ein Kind aus unserer Schule hat so viel Hunger, dass es Brote klaut? Wir haben doch alle unser Frühstück dabei. Aber das ist schon logisch, meint Luis. Nur wenn jemand Hunger hat, klaut er Brote. Wenn ein Kind wirklich wegen Hunger klaut, dann können wir es doch nicht verpetzen. Lotta schaut die anderen fragend an. Dann teile ich lieber ein Pausenbrot mit ihm oder fragt Mama, ob sie uns noch eins mehr schmiert. Morgen suchen wir nach den Turnschuhen, entscheidet Luis. Dann fragen wir denjenigen, warum er geklaut hat und überlegen, was wir machen. Am nächsten Tag finden die Freunde drei Jungs, die blaue Turnschuhe mit neongelben Streifen tragen. In der großen Pause befragen sie gemeinsam jedes einzelne Kind. Kann es sein, dass ich dich gestern in der Pause drin gesehen habe? Fragt Lotta. Der erste Junge grinst. Nee, ich war gestern krank. Wieso warst du denn drin? Fragt der zweite misstrauisch. Bist du etwa der Dieb? Der dritte Junge schaut Lotta erschrocken an und will wegrennen. Doch Luis hält ihn fest. Stopp! Meine Schwester hat alles gesehen. Warum machst du sowas? Der Junge beginnt zu weinen. Meine Mama ist krank. Schon über eine Woche, stammelt er. Wir wohnen allein und ich kann mir kein Frühstück machen. Ich habe einfach Hunger. Lotta hat Mitleid. Wir verpetzen dich nicht, wenn du alles wieder in Ordnung bringst. Der Junge nickt. Okay, aber wie denn? Bring das gestohlene Geld zu Herrn Melchers und erklär ihm alles, schlägt Sophie vor. Und mit dem Klauen hörst du auf. Und wir bringen dir so lange abwechselnd ein Pausenbrot mit, bis deine Mama wieder gesund ist, erklärt Lotta. Der Junge schaut sie mit großen Augen an. Das würdet ihr tun? Das war die Geschichte Die verschwundenen Pausenbrote aus dem Buch Lotta und Luis und der Kaninchendieb, 52 Vorlesegeschichten, geschrieben von Kirsten Brüjens, erschienen im Bibellesebund Verlag Marienheide, vorgelesen mit freundlicher Genehmigung des Verlags. Was für eine tolle Idee von Lotta und ihren Freunden, wie sie dem Jungen helfen konnten. Vielleicht fallen dir jetzt gerade auch ganz viele tolle Ideen ein, wie du anderen helfen kannst. Vielleicht überlegst du dir gerade, zu Hause mal die Spülmaschine auszuräumen oder den Müll runterzubringen. Das kann eine ganz große Hilfe sein. Vielleicht arbeiten deine Eltern im Augenblick aber auch von zu Hause aus. Das bedeutet, sie müssen sich ziemlich doll konzentrieren.
Da kann es eine große Hilfe sein, wenn wir ganz leise sind. Danach habt ihr bestimmt wieder viel Zeit, um miteinander Zeit zu verbringen und zu spielen. Ich wünsche dir und deinen Eltern viel Freude und Spaß beim Helfen. Bis dann, tschüss!